Hallöchen Leute und herzlich willkommen hier zu einer Runde Survival Games. Und zwar wollte ich mich in dieser Folge entschuldigen. Für etwas, was ich in einem anderen Video gesagt habe, und zwar wegen der Minecraft-Emulator. Ich habe ja gesagt, ja, die Star-Server werden alle verschwinden, weil man kein Geld mehr verdienen kann. Und so, das habe ich auch bei der Minecraft-Emulator gelesen. Und ich habe dann später bemerkt, dass die Minecraft-Emulator von letzten Jahres noch, also von Dezember 2013, steht da oben links. Das passiert eben, wenn man so Informationen ausplaudert, die man gerade bekommen hat und nicht alles genau nachgeprüft hat. Und das Video ist jetzt auf privat gestellt, nicht, dass die Informationen jetzt irgendwie weiterkommen. Jeder denkt, oh mein Gott, die Server werden alle sterben. Oh mein Gott, Minecraft wird so am Arsch sein. Ich deinstalliere es direkt. Keine Ahnung, wenn sich das Leute so denken. Aber es könnte ja sein. Und das wollte ich vermeiden. Deshalb mache ich dieses Video hier, um mich zu entschuldigen für diese Fehlinformationen. Und ich habe immer noch kein Schwert, das ist blöd. Aber zumindest etwas zu essen. Ja, was ich einfach sagen wollte. Die neue Minecraft-Emulator ist ja jetzt eigentlich, dass die Regeln verschärft wurden. Früher stand da, dass man eigentlich gar kein Geld mehr damit verdienen durfte. Gar nicht, ja, gar kein Geld damit verdienen durfte. Nur keiner hat sich daran gehalten. Deshalb haben sie gemacht, dass alles verschärft wurde, damit es so gesagt auch eine Auflockerung ist. Und die steht noch nicht in der Minecraft-Emulator drin. Das hat mich eben gewundert. Deshalb dachte ich, die wurde nochmal geändert und deshalb habe ich euch das so erzählt. Und da sie das nicht wurde, denke ich mir mal so, dass die andere Minecraft-Emulator erst ab der 1.8 ist. Und deshalb dein Typ ist der Domse heißt oder wie auch immer. Mir ist scheißegal, ich gehe jetzt da hinten durch und verarsche ein bisschen. Ja, erst ab der 1.8 zu Fall treten wird. Ich glaube, ab der 1.7.10, falls ich mich nicht irre, dass man die akzeptieren muss. Und bei Hive habe ich auch gehört, dass die das schon akzeptiert haben und das auch schon machen. Das verschärft wurde, keine Ahnung. Also die Verschärfung, Auflockerung, was auch immer, die neue Minecraft-Emulator auf jeden Fall angenommen haben. Und oh mein Gott, der Typ verfolgt mich immer noch. Ihr müsst euch nicht wundern, dass ich jetzt so scheiße bin in Survival Games. Ich habe Minecraft jetzt wieder schon lange nicht mehr gezockt. Und ich will ja mehr Videos bringen, habe ich auch schon in der Minecraft-Emulator-Folge ganz am Schluss gesagt. Ich will mal Videos bringen, einfach falls, wenn es mir Spaß macht, will ich Videos bringen, aber will ich oft, vielleicht so zwei, drei Videos in der Woche. Was jetzt bei Robin nicht funktioniert, wegen der Schule, glaube ich, und wegen anderen Sachen, Stress und so. Wegen Fabio momentan nicht, weil er Besuch hat. Und was wir auch noch sagen wollten, wir sind auf der Gamescom, da kommt jetzt noch ein Video dazu, nehme ich gleich auf. Vielleicht noch mit dem Fabi, mal sehen, ob wir das schaffen. Falls nicht, dann ohne Fabi und ich werde sterben. Oh mein Gott. Der Typ denkt, ich habe irgendwas oder so. Oder der will einfach Punkte von mir. Vergiss es. Du kriegst meine Punkte nicht. Okay, ich verliere gar keine Punkte. Aber der kriegt meine Punkte nicht. Den mag ich nicht. Er heißt Domse und klaut den Namen von Domseplay. Das sage ich, Domse. Ja, ich kenne den. Ja, da kriegst du Probleme. Auf jeden Fall. Ja, ich will mehr Videos bringen. Ich habe gestern auch was aufgenommen. Halt nicht Minecraft, sondern andere Spiele in Indie Game. Vielleicht wird es eine neue Serie. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Man munkelt. Tut man nicht. Aber oh mein Gott, ich werde sterben. Der ist ein scheiß Wichser, dieser Domse. Nicht der Domse Play, der andere Domse hier hinter mir. Das ist ein richtiger Wichser, der schlecht mit dem Schwert umgehen kann. Und wenn ich ein Schwert hätte, dann würde ich den so zerbrechen und bisch, basch und dann ist er tot. Aber leider habe ich das nicht, so kann ich ihn nicht töten. Und ja, ich laufe jetzt die ganze Folge weg, was nicht sehr interessantes Gameplay ist. Aber dennoch ist es ein Gameplay und ja. Weiter zu Kommentaren habe ich nicht. Wenn ich jetzt sterbe, dann höre ich mit der Folge auf. Und dann nehme ich gleich ein paar andere Sachen auf. Ich will auch noch eine andere Minecraft-Serie starten, die jetzt ein bisschen PvP-basierter ist, die vielleicht ein bisschen mehr bringen. Und ich bin tot. Der hat sogar noch in ein paar falsche Richtungen geschlagen. So gut ist er in PvP.
Da sieht man mal. Da sieht man mal was. Und ja. Ja, was sollte ich noch sagen? Das mit der PvP, das kommt vielleicht. Das haben viele YouTuber früher so oft gemacht, diese Spielmodi, das will ich euch sagen. Und machen es jetzt nicht mehr so oft. Nicht mehr so oft meine ich jetzt, eigentlich gar nicht mehr. Keine Ahnung wieso. Sie machen jetzt in einem anderen Spiel sowas ähnliches. Aber nicht mehr das in Minecraft. Und das wollte ich wieder aufleben lassen, weil ich eigentlich die alte Spielmodi recht geil fand. Und ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, gebt doch einen Daumen nach oben. Also, ja, okay. Das war jetzt nicht so ein tolles Video. Eine Entschuldigung. Auf jeden Fall. Ich entschuldige mich für alles, was passiert ist. Will mich wieder bessern. Und ja, ciao Leute. Bis zum nächsten Mal.